Ja, servus liebe Waldhof-Fans. Ich freue mich natürlich, euch vorstellen zu können, unseren Neuzugang, Simon Tüting. Ja, wenn der Tüte nur ansatzweise auf dem Fußballfeld das drauf hat, was er gerade beim Volleyball gezeigt hat, dann ist es auf jeden Fall eine Riesenverstärkung für uns. Ja, Simon, schön, dass du bei uns bist. Was waren denn die Beweggründe, um uns hier beim Waldhof zu uns zu stoßen? Ja, ich habe das ein oder andere Spiel in der Hinserie auf Sport 1 gesehen, das war natürlich ein Grund für mich und ich habe gute Gespräche gehabt mit Gerd Deiss, den hatte ich schon in Sandhausen als Trainer und zuletzt hatte ich nicht ganz so die Spielpraxis in Osnabrück und deswegen wollte ich nochmal einen anderen Schritt machen und bin froh, dass das so kurzfristig noch geklappt hat. Ja, sehr schön. Wie schon erwähnt, die neuen Spieler, die müssen bei uns ja zum Einstand singen, Simon, und der Markus hat gerade eben erwähnt, du wolltest das Partnerlied anstimmen heute Abend. Hast du da nochmal drüber nachgedacht oder willst du uns vielleicht sogar mal eine Kostprobe geben von dem, was du vorhast für uns heute Abend? Also singen wollte ich jetzt hier nicht, weil ich glaube, dann schaltet jeder ab. Partnerlied kenne ich gar nicht, halte ich für ein Gerücht. Aber muss sagen, habe am ersten guten Tag, also direkt. Ich bin noch nicht im Pool gelandet, wurde direkt MVP beim Beachvolleyball. Und Micha hat heute noch Geburtstag, deswegen, wir haben ja schon mal einmal gesungen, habt ihr schon gehört, wie schlecht ich singe, von daher glaube ich, ist ein guter erster Tag für mich. Ja, ich denke auch ein Einstand nach Maß. Ansonsten Simon, was ist denn deine Position? Erzähl mal ein bisschen, wo werden wir dich auf dem Spielfeld wiederfinden? In der Regel spiele ich im zentralen Mittelfeld auf der 6 oder auf der 8 und da fühle ich mich zu Hause, da denke ich, werde ich dann auch in Zukunft spielen und aber erstmal ankommen, erstmal die ersten Einheiten absolvieren. Wusste jetzt nicht, dass ich direkt 120% da beim Beachvolleyball abrufen muss und von daher bin ich natürlich erstmal geschlaucht. Ja, die sind hier auf dem Waldhof immer gefordert, die 120%, aber das hat ja schon mal sehr gut ausgesehen. Ansonsten Simon, was hast du für Ziele mit dem Verein? Was sind deine Pläne? Ja, ihr habt ja, wie gesagt, eine gute oder sehr gute Hinserie gespielt. Ich möchte natürlich, dass wir den Platz halten da oben und dann in die Relegation gehen. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir erfolgreich sind und schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt. Okay, sehr schön. Hast du schon so einen ersten Eindruck von der Truppe gesehen? Sind ja doch ein paar absolute Vögel dabei. Lukas Kiefer, einer, den man da nennen kann. Fühlt sich wohl schon? Kann man da schon was sagen oder braucht das noch ein bisschen? Ja, ich wurde sehr gut aufgenommen. Zwei, drei Jungs kenne ich ja auch und habe ja eben schon gesagt, bin froh, dass ich noch nicht im Pool gelandet bin. Beim Gänger muss ich scheinbar ein bisschen aufpassen, aber den kenne ich ja auch schon ein paar Tage. Und erster Eindruck ist sehr gut, Wetter ist gut, Bedingungen sind schön. Von daher glaube ich, ist das ein Einstand nach Maß bisher. Ja, das denke ich, sehe ich ähnlich. Dann herzlich willkommen, Tüte. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob der Markus, hast du noch was? Müssen wir noch was klären? Sollen wir nochmal über... Ich möchte vielleicht einen Aufruf starten, wenn jemand noch einen Nachbarn sucht. Ich bin noch auf Wohnungssuche und ich bin ganz unkompliziert. Von ganz daher, leise. Wenn jemand eine Wohnung hat, 50 Quadratmeter, kann er sich melden bei mir. Danke. Alles klar, Leute, ihr habt es gehört. Wenn ihr den Tüter als Nachbar haben wollt, meldet euch. Ansonsten nochmal kurz zur Personalie Christopher Geng. Mitch hat es schon angesprochen. Charakterlich ganz schwach. Ganz, ganz schwach. Redet hier noch beim Frühstück vom Kreise des Vertrauens, in dem man sich reinarbeiten muss und dann dem Kiefer so in den Rücken zu fallen. Lukas, willst du noch was sagen zu deinem, wie du vorhin schon gesagt hast, psychisch für dich ganz schwierig jetzt? Psychisch schwer in der Mannschaft natürlich jetzt, weil... rein, glaube ich. Ja, muss ich sagen, erstmal normalerweise im Leben denkt man kann sich fallen lassen, dann fängt einen auf, aber der Gegenstand der falsche Mann auf jeden Fall, würde ich sagen. Und muss ich bitte dafür büßen. Absolut. Ganz einfach nochmal die... Geschichte aus deiner Sicht, Lukas? Also erstmal kam der Janik Sommer, hat gesagt, hey Lukas, fetzt mal den Ball richtig geil Englisch über den Pool. Und ich habe gesagt, ja gut, Lukas Kiefer, der muss das können, dachte ich mir eigentlich. Knallt das Ding rüber, titscht zweimal richtig geil auf dem Wasser auf. Ja. Bleibt natürlich an der Kante dann hängen vom Pool und landet im Pool. So, dann haben wir gedacht, was machen wir? Kam der Gang, sagt, Junge, ich halte dich fest. Du bist mein Mann. Ich dachte, ich wäre auch im Kreis eines Vertrauens drin. Und wir können es einfach kurz halten, wie das war. Ja, ja. Ich bin Christopher Geng, ja. Genau. Da liegt unten der Ball. Ja. Und so war es dann schon geschehen, ja. Und das war's.